Liebe Freunde, die Anthroposophie entwickelt eine alles verwandelnde Art zu denken. Ob sie über die Natur, über das Menschenleben oder über die letzten Fragen der Gottheit forscht, findet sie für jeden Seinsbereich spezifische ihr eigene Erkenntniswege, die zu den Quellen führen. Diese neue Art zu denken ergreift auch das menschliche Herz und befeuert den Willen und lässt uns gleichzeitig frei. Die Handreichungen, die Anthroposophie gegeben hat, sie sind bis heute kaum in Anspruch genommen worden. Sie kommen aus der Zukunft in die Gegenwart herein und warten auf Menschen, deren Herz darauf anspricht. Aber das Wenige, was die Menschheit bisher zur Kenntnis genommen hat, hat sich schon als sehr fruchtbar erwiesen, auch wenn nur wenig davon verwirklicht wurde. Die heutige vorherrschende Vorstellungsart reduziert den Menschen und die Welt auf vermeintliche Bestandteilchen und Energiewellen, die zusammengebaut eine Welt ergeben sollen. Das nennt man Reduktionismus. Sie betrachtet die Gedanken als unwirklich, als bloße Konventionen, Begriffe, sagt sie, und meint nicht mehr Gedanken, sondern Worte, die aus Übereinkunft Verallgemeinerungen aussprechen sollen. Ist aber die Gedankenwelt unwirklich, dann ist auch der menschliche Geist unwirklich, ein bloßer Schaum, ein Schein aufgrund materieller Vorgänge. Das nennt man Nominalismus. Diese Anschauung, dass die Gedanken bloß Namen seien. Reduktionismus und Nominalismus stiften in der Seele und in der ganzen menschlichen Kultur Krankheiten. Wir dürfen sie nicht bloß ablehnen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen und sie auf ihrem eigenen Feld widerlegen, diese Dogmen, auf dem Feld des Denkens, der klaren Erkenntnis. Das kann Anthroposophie und das tut Anthroposophie. Alle Gebiete der Welt sehnen sich nach der Erneuerung aus dieser Quelle. Was wirklich Not tut, ist eine echte Universität, wo endlich richtig über die Natur, über die Menschen, über die Geschichte, über die sozialen Fragen und über alles gedacht und geforscht werden kann. Aus einer Erkenntnis heraus, die echt menschlich ist, weil im Einklang mit dem eigentlichen Menschenwesen lebend. Daher der Name Anthroposophie. Bis diese Universität zustande kommt, kann jede noch so kleine Tat
einen bedeutenden Anfang setzen. Jeder suche sich seine eigenen Lehrer und unterrichte auch sich selber. In diesem September beginnt in Esch, in der Nähe des Göttianum, in der Schweiz, eine neue Bildungsinitiative, eine Einführung in die Anthroposophie für junge Menschen als einjährige Vollzeitbildung vom 15. September 2024 bis zum 6. Juni 2025. Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 17 Uhr. Reich, bunt und anspruchsvoll soll diese Bildung werden. Der Tag beginnt mit der Arbeit an der Erde. Wir schicken unseren Willen in die Glieder. Wir schicken unsere Liebe in die Hände. Eine halbe Stunde vor dem Frühstück. Nach einem gemeinsamen Frühstück folgen dann morgens die fortlaufenden Kurse, die durch das ganze Jahr hindurch kontinuierlich aufgebaut werden. Dann nachmittags die Sonderepochen, die jeweils Anwendungsbereiche der Anthroposophie einführen. Die morgigen Kurse, die fortlaufenden, sind projektive Morphologie, normalerweise Geometrie, nicht ganz passend genannt, als Schulung, als Vorschule eines ätherischen Schauens. Langsam und ohne Voraussetzungen, aber stetig. Zweitens, ein aufmerksames Lesen der Grundschriften von Rudolf Steiner, später auch einiger seiner Vorträge. Damit wir nicht nur das denken lernen, was er dachte, sondern vor allem so denken lernen, wie er dachte. Und drittens kommen auch am späteren Vormittag künstlerische Übungen, die aber jeweils in einer Nachmittags-Sonderepoche früher eingeführt worden sind. Die Sonderepochen am Nachmittag sind einmal eine phänomenologische Naturerkenntnis, die sich erstreckt auf alle Gebiete der Naturerkenntnis, als Schulung von Wahrnehmung, Beobachtung, das heißt Beobachtung, und Denken. Zweitens, die anthroposophischen Impulse in den Künsten, sodass eine spezifisch anthroposophische Signatur auch im Erleben der Schönheit erfahrbar wird. Und drittens, die Evolution des menschlichen Bewusstseins als Schlüssel zum Verständnis der Kulturphänomene. Das alles in mehreren Epochen, durch verschiedene Dozenten. Bisher haben 20 verschiedene Dozenten ihr Mitwirken zugesagt. Viele Kurse, auch die fortlaufenden Morgenkurse, halte dann ich. Dieses ganze Unternehmen wird dank Spendern und Stiftungen voraussichtlich finanziell möglich sein, wenn jeder Teilnehmer 4.000 Schweizer Franken für das Jahr zahlt.
darin nicht einbeschlossen sind die Wohnkosten und andere Lebenskosten. Wem 4.000 Franken für das Jahr eine Härte sind, der frage seine Freunde und Verwandten, seine reichen Onkel, ob sie helfen können. Gelingt auch das nicht, wende er sich vertrauensvoll trotzdem an mich und wir werden Wege finden. Es wird Stipendiengelder geben. Dazu verpflichte ich mich. Bei niemand soll die Teilnahme an den Kosten scheitern. Wer mehr als 4.000 geben kann, erleichtert dadurch die Teilnahme für andere. Wohnkosten in der Gegend der Schweiz können schon für ein Studentenzimmer um die 400 Franken sein pro Monat. Spenden sind herzlich willkommen. In der Beschreibung dieser Darstellung, dieses Videos, werden Sie eine Bankverbindung sehen. Das ist gemeinnützig. Jede Hilfe in der Bekanntmachung dieses Anliegens ist sehr willkommen. Es gibt hoffentlich bald eine Videokonferenz für Interessenten im Internet. Vielleicht sogar persönliche Begegnungsmöglichkeiten. Das Ganze beginnt ja schon in 3 Monaten. Bis dann, eine schöne Zeit.